Hallo und herzlich willkommen zurück zum neuen Let's Play von mir, und zwar dieses Mal wieder aus der Challenge, zusammen mit dem LS-Profi. Leitland, ja, es tut mir leid, aber der Herr Kollege schlägt jedes Mal in der ersten Folge das Mikrofon, das tut mir leid. Und ja, wir sind mal da wieder in einer neuen Aufnahmesession. Erstens will ich mich einmal bei euren Support bedanken, und der Herr Kollege wird sich wahrscheinlich auch bedanken wollen. Auf jeden Fall. Ihr seid zu krass, wie die Folgen abgehen. Jo, vielen, vielen lieben Dank für eure Unterstützung. Und jo, dann würde ich sagen, machen wir da weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Mach dich ab hier vom Hof. Und jo, der Herr Kollege ist schon wieder spießig. Und jo. Gar nicht. Dann schau ich einmal, wie es ausschaut auf den Feldern. Und jo, Herr Kollege, erzählen Sie einmal was haben Sie so unter der Woche erledigt? Erlebt? Natürlich, klar, ich muss kurz runter zum LU. Okay, passt. Ja, der Herr Kollege ist schon wieder am Weg zum LU. Und wir machen mal da weiter, wo wir aufgehört haben. Wir schauen jetzt einmal da hin. Dann geht's weiter. Und ja, warum steht da LKW oder was ist das? Ja, na, Adresse. So, jetzt haben wir's. Jo. Da müssen wir nur wegfahren und verkaufen gehen. Dann müssen wir noch bei 25 vorbeischauen. Machen wir halt einmal einen kleinen Ausflug durch die Map. Und jo. Schauen wir weiter, was wir noch so zu machen haben. Dann passt es. So, dann. Also der Louis ist ganz schön fresh, wie lang ist das Gefühl? Warum? Junge, die haben 200 Preiserhöhungen jetzt gemacht bei jedem Auftrag. Was? Was ist denn das für eine Scheiße, Alter? Ich glaube, wir müssen uns gegen die mal bekommen. Ja, schon. Wir müssen zusammentun, Alter. Wir müssen die kaputt hauen, hey. Geht doch nicht mehr klar, Alter. Preiserhöhungen, Junge, was ist denn das? Weiß ich nicht. Müssen Sie ja mal den Herrn Chef aufnehmen, Felix. Nee, der ist nicht mehr Chef, das ist anscheinend dieser komische Lehmann da, der Chef, Alter. Oh Maria. Und ich weiß ja noch nicht mal, wo mein LKW steht und wo meine Holland steht. Da kann ich da nicht weiterhelfen. Aber naja, den werden wir schon noch umkriegen, wenn wir einen 10er zustecken, dann passt das schon. Aha, gut, dass du es mir schon mal sagst, dann weiß ich ja schon, was ich machen muss. Ah, ich mach am Holz dran, hey. Ah ja, da hab ich da in der letzten Folge geholfen, gell? Und ja, in der letzten, oder wann war das? Auf jeden Fall in der letzten Aufnahmesession haben wir über ein LS22 geredet. Vielleicht hast du noch ein paar Sachen, wo du oder drüber reden willst. Boah. Digga. Soll der Stroh verkauft werden oder soll es in die Silo gefahren werden? Was für ein Stroh? Hä? Ach nee, das war hier Chrissy. Stroh verkaufen? Na bitte zu mir ins Lager. Okay, übrigens, das nächste Mal tun sie am besten einfach mal reinschreiben, wenn sie einen speziellen wollen und nicht hier reingehen wie der größte Chinese. Ja, Kundenfreundlichkeit ist eine besondere. Kundenfreundlichkeit ist das schon mal ganz weit entfernt. Ja. Übrigens, diese Preiserhöhung, da müssen wir nochmal drüber reden hier. Ich und Chrissy sind gar nicht damit einverstanden. Das stimmt, 200% war zu wenig, ne? Ich denk nochmal drüber nach. Die 200 stecke ich dir gleich durch die 100 Buchse. Bei ihnen ist ja wohl die CPU nicht ganz warm, ha? Jetzt sind sie einfach abgehauen, was ist denn das, Chrissy? So. Ich glaube, ich wette nicht mehr richtig, hey. Ich glaube, ich werde mir den einmal einen Besuch abstatten unten bei Melu. Ja, das geht gar nicht, hey. Schreibt's gerne mal in die Kommentare, was ihr von den Preiserhöhungen haltet. Ich bin da nicht. Ich glaube, die Strafe tun wir, ne?
Lancelot dranhängen. Ist so. Und sonst, erzähl uns ein bisschen was. Was haben Sie in der vorigen Zeit, also bevor wir die Aufnahmesession begonnen haben, gemacht? Ich erstmal alle Gehirnzellen rausgetan und die für dummes Geschwafel reingetan. Also für dummes Geschwafel antun. Jetzt rennst du mal Real Talk. Nee, ich hab mich eigentlich nicht drauf, du kleiner Penner, Alter. Wer ich schon wieder? Nicht du, der Levin. Achso, der ist wieder. Du willst hier hochkommen, ich strafe von mir, der Pech gehabt. Und du den einfach auf die Seite da fahren, wo ich gerade stehe, hey. Gessen. Gar nichts hier! Wenn ich an der Seite fahre, musst du nicht auch noch auf die Seite fahren. Wir müssen langsam richtig hart rangehen hier an die Leute. Ich weiß ja gar nicht, was so. Ich mir gefällt mir jetzt bringt schon immer mehr hier. Ja, ja. Ich hab jetzt einen sauroten Kopf schon wieder. Eigentlich hätte ich ja heute einen Special Guest dabei, aber der ist leider nicht da. Nicht so vorlaut, Herr LS-Profi. Ich darf so vorlaut sein, wie ich möchte hier. Aus der ZU muss man ja... Jo, du. Nämlich hätte jemand mitgebracht, aber der ist leider daheim. Kannst du mir verraten, wer? Ja. Wer denn? Eine weibliche Person. Eine weibliche? Ja. Ganz schlecht. In unserem Team ganz schlecht. Aber nee, Spaß kannst du mitnehmen. Ja. Aber das ist leider. Der ist aber leider 10 Tage daheim eingesperrt. Ja, Mann. Die darf nicht ins LU rein, okay? Warum? Weil wir da ohne Leute haben, die auf das. Die gerne mal drauf abfahren, weißt du? Ah ja. Du weißt, was ich meine. Ja, ich weiß nicht. Nee, Spaß kannst du nicht mitnehmen, wenn die Zeit hat. Special Guest. Hä, wo ist denn das jetzt? Lol. Komm, ich fahr vorn. Ist das Holz jetzt raus? Hey, das Holz geht gar nicht. Hey, was ist denn das für eine Scheiße hier? Auf jeden Fall werden wir jetzt ein bisschen über ein LS22 reden, Herr Kollege. Was sollten Sie davon? Was? LS22, was im Quartal 4 rauskommt. Da haben wir ja die letzte Folge schon mal drüber geredet. Ja. Eigentlich finde ich ganz schön, das Game. Vielleicht die eine oder andere Sache könnte man nochmal sagen. Herr Kollege, wer hat denn da hinzukommen? Und ich sehe, dass hier schon wieder einige Leute im Chat mit das Thema Challenge verstehen. Kannst du kurz einmal bitte den Verkehr ausmachen? Was? Kannst du kurz den Verkehr ausmachen? Der hat gerade den LU-Fan mit dem Digo 75 eingeklemmt, ich wollte den jetzt gerade zurückfahren. Dankeschön. Was ja Kollege? Ja, Felix, da weißt du schon mal, in welchen Channel du schon mal nicht gehen wirst. Wann denn? Jetzt ist auf einmal alles verkauft, ja. Felix hat nämlich gerade die Einstellung. Grüß dich immer her mit den Mädels. Ah ja. Ja, jetzt weiß ich, glaube ich, was ich meine. Oh, nee. So, ich will dann jetzt mal kurz gucken. Wir haben nämlich neue Mods mit drauf. Ja, doch, habe ich schon mitgelesen. Ich will auf jeden Fall mehr. Vielleicht so ein bisschen anschaffen. Weggehen von dem. Achso, ich weiß schon, was du meinst. Alter, wer hat denn den da hergestellt, Alter? Ich weiß nicht. Wo klemmt denn der Kollege? Hallo. Was macht ihr denn da oben, Junge? Wer ich? Ja, ihr. Irgendeiner hat den so geil hergestellt, den kriegen wir jetzt nicht mal weg. Ich grüß den weg, warte kurz. Ja, er klemmt zwischen Zaunpfosten. Oh, weg da. Zwischen Zaunpfosten. Ja, schieb mal halt. Herr Kollege, das... Komm mal zurück. Das macht einmal 45.000 Euro für den Rafen allein. Gar nichts hier, Junge. Du musst... Wir müssen mal oben, musst du mal hin. Schau. Ist jetzt Junge! Also Drehschemel fahren kannst du auf jeden Fall. Was läuft denn durch?
schau mal kurz hier oben. Ich häng mal kurz den Anhänger hier ab. Oh! Aua! Siehst du, haben befreit, Junge. Ich kann's halt einfach. Warte, ich muss kurz runtergehen zu Melo. Jo, dauert gut. Jo, jo, doof, sei mal jetzt an. So. So, dann machen wir da mal weiter kurz. Wieder Nullplan zum Fahren, der neue. Wer? Ja, man muss ja erstmal. Was, ich verstehe gar nichts. Alles gut, muss ja auch nicht. Der See. Ja? Och du Scheiße! Ja, passt. Was ist los? Überleg grad was, weil ich es am besten mach. Hast du einen Frontlader? Nö. Muss ich jetzt extra SLU? Nee, ich nicht. Ja! Ich glaube, ich habe eine Idee, was ich mache. Muss nur kurz gucken, ob auf das Ding Knege geht. Oh, oh! Warum geht denn da kein Fliege? Ich werde mal kurz runtergehen und mal fragen, wie. Ich muss mal kurz runter, sorry. Jo, leider hat's das verhackelt, aber naja. So, machen wir da weiter. Und dann passt das wieder. So, dann machen wir da weiter. Ja, dann fahren wir halt noch einmal runter. Aber das macht ja nichts. Besser ist, wie wenn wir da verhackelt sind an der Mauer. Was ist? Hey, Sissi. Ja. Ich krieg den Teleskopler umsonst. Was? Ich den umsonst? Hä, warum? Weiß ich nicht. Ich hab kein blaues Schiff da oben, deswegen darf ich ihn zum Sonst mitnehmen. Lol. Zu wild, oder? Hä? Zuerst schlagen sie das Geld auf die Preise von der Ernte allerdings auf und mir knüpfen sie dann dafür beim Radlader 5000. Kein Plan da unten, wir haben keinen Plan. Sollen wir gleich wieder holen und mir jetzt kurz die Cola. Bring mal einer mit. Oh Mann. Kein Plan da ohne, Alter, von. Ah, so, ich verkaufe es aber hier. Was machen Sie so, Herr Kollege? Guck gerade, wie ich am besten mein Zeug auflade. Jo, aber das werden wir wahrscheinlich in der nächsten Folge machen, weil die Folge ja schon wieder zu Ende ist. Herr Kollege, Sie sind dran. Ja, warum bin ich schon? Achso, okay. Ja Leute, das war's für mich mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin Like und Auto, aber ich würde mich freuen. Schau beim Chrissy bitte nicht vorbei. Hallo. Und dann, natürlich, schau gerne vorbei. Und jo, bis zum nächsten Mal. Bis dahin, ciao.